Hallo Leute, ich bin's wieder, Don Jones, und mit einer neuen Folge von Wie schütze ich mein Haus in Minecraft? Mittlerweile dürfte es Folge 4 sein, und ich mache diese Folge aufgrund von Cyberprotoss. Er hat mir eine Idee geschrieben, die ich recht gut fand. Er hat zwar nicht genau gesagt, was er meinte damit, aber ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe mal, ich konnte ihm halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis geben. Ich habe jetzt seit Stunden dran gearbeitet, habe allein schon für die Ideeausarbeitung und so weiter, aber ich hatte heute nichts zu tun, abgesehen vom Vormittag und vom größten Teil des Nachmittags. Mache jetzt alles gerade abends, aber wieso nicht, es hat funktioniert, ich bin richtig stolz auf mein Werk. Ja, wie ihr seht, ich habe das mir alles zusammengenommen, weil ich keine Lust hatte, irgendwie jetzt auch noch ein paar Stunden mit Materialsuche zu verschwenden, deswegen seht es mir bitte nicht nach. Ja, und zwar hat er vorgeschlagen, hier einen Tunnel zu bauen. Und da hinten dieser kleine Turm, der soll jetzt einfach mal darstellen, wo man hin möchte. So, ihr seht schon von außen, es ist eine ziemlich komplizierte Technik, aber darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Also, hier ist erstmal die Tür. Unscheinbar, man sieht es hier nur durch die beiden Redstone-Fackeln, die ich auch schon bei den Klingeln benutzt habe. So habe ich das auch hier gemacht, dass, wenn ich hier auf die Platte drücke, die deaktiviert wird. Und der keinen Strom mehr kriegt, genau wie der darunter, den man jetzt nicht sieht. Das heißt, die ziehen sich wieder zusammen. So, ich zeige euch mal kurz. So, ihr seht, jetzt sind sie zusammen. Ich stehe hier drauf. Und die Fackeln sind aus. Wenn ich jetzt hier durchgehe, seht ihr ganz schnell, sie schließt sich wieder die Tür. Das heißt, man kommt hier nicht raus, ohne was kaputt zu machen. Was beispielsweise auf Multiplayer-Server richtig praktisch ist, da, jedenfalls bei dem, wo ich drauf bin, man von dem anderen nichts kaputt machen kann. So, und wie geht man weiter? Ich habe hier jetzt den Weg eingezeichnet. Mit Diamanten natürlich, wenn schon damit Stil. Und die dunkle Atmosphäre hier ist absichtlich so gehalten, damit nicht jeder auf die Idee kommt, dass wir gleich überall Redstone-Kabel abschließen. So. Wenn man schließlich hier ist, man hat es geschafft, dann kann man hier rein, was weiß ich, was hier drin ist. Ich habe jetzt einfach nur mal ganz viele Redstone-Fackeln aufgehängt. So. Was aber passiert, wenn ich laufe. Moment. Ich möchte es nicht zu früh auslösen. So. Was aber passiert, wenn man hier reinkommt, keine Ahnung, und einfach drauf losläuft. Huch. Oh, kacke, 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 komm schon. Und dann... Ja, fuck, 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 fuck. Dann verbrennt man. Vor allem, weil man wahrscheinlich erstmal nach oben guckt, einmal denkt, oh, kacke, und dann anfängt zu laufen. Ich habe hier momentan Schaden zwar nicht ausgestellt oder sowas, aber es hat bei mir komischerweise mittlerweile das Problem, dass ich komischerweise keinen Schaden mehr erleide, egal was ich mache. Deswegen ist es ganz praktisch momentan nicht für die Aufnahme. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das funktioniert. Also. Und zwar ist das so, dass ihr... Moment... So. Hier oben die bereitgestellten Lavapfannen seht. Da könnt ihr, was weiß ich, einmal so noch eine Schicht Steine draufbauen oder sonst was, damit das nicht so auffällig wird. Manche können das vielleicht auch als Decke werten. Ihr seht, hier ist jeder zweite mit einem Redstone-Kabel verbunden. Es ging nicht jeder, weil, wenn ich hier noch einen zwischensetze, die sich beide zurückziehen würden. Ja. Die sind alle hier verbunden, wieder mit so einem Klingelmechanismus sozusagen. So, ich mache jetzt mal kurz das wieder zurück. So, auch ihr seht, ihr habt, beziehungsweise ihr hört's. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Hier ist jetzt wieder alles fest. Das heißt, ihr könnt hier nicht mehr runterschwimmen. Ganz gleich hier übrigens für hier. Also die Dinger sind zu. Das zeige ich euch mal kurz von näherem. So, also hier unten müsst ihr dann ab und zu mal einmal durchgehen. Aber ihr seht, hier kommt keine Lava mehr runter. Und hier müsst ihr dann wahrscheinlich einmal Sand drüber schmeißen oder sonst was. Das geht schon. Ja. Und zwar aktiviert die hier wieder, sodass sie sich wieder ausfahren. Aber wie konnte das überhaupt passieren, dass sie ausging? Also, das ist ganz normal gemacht. Wenn man hier drauf tritt, wird das hier aktiviert und der Klingelmechanismus wird in Gang gesetzt. Dabei passieren zweierlei. Zum einen wird diese Redstone-Fackel wieder aktiviert und aktiviert den Pisten, welcher dann hier das wegschiebt. Zum anderen deaktiviert das Ding auch gleich diese Pistenreihe, sodass die sich zurückziehen. Und die bleiben auch zurückgezogen, eben weil hier keine Verbindung mehr zustande kommt, wenn sich das Ding ausfährt.
kann ich euch auch mal kurz demonstrieren. Also angenommen, ich schlage hier jetzt einfach mal drauf und sagen wir, ich bin da drauf getreten. Ist egal wie kurz. Nee, Moment, das war falsch. Immer. Also ich trete hier einfach drauf aus Versehen. Entschuldigung, hat eine Macke kurz. Ich überlege gerade, wie ich das machen muss. Ach so. Mann! Sonst hat es immer funktioniert, das ist der Vorführeffekt. Aber ihr hört, da oben passiert irgendwas. Aber wenn ich da unten jetzt drauf treten würde, dann würde es wahrscheinlich funktionieren. Also stellt euch das vor, das funktioniert eigentlich einfach so. Ich überlege gerade, wenn man die weghaut. Ja, seht ihr? Ich habe jetzt die Fackel, die hat aufgehört zu leuchten. Die hat weitergemacht, hat den Pisten aktiviert, der hier den Redstone runterschiebt. Da dieses Signal, Moment, also angenommen, die wäre noch da gewesen. Hier ist das Signal sofort wieder zurück, aber der Pisten hat hier schon alles weggeschoben. Und demnach fehlt hier jetzt ein Stück Redstone, was die nicht mehr verbindet. Es ist symmetrisch auf der anderen Seite aufgebaut und man muss, um das zu reparieren, einfach nur hier ein Redstone machen und eventuell hier nochmal Lava wieder ausschöpfen. So seht ihr immerhin, da war einer und ihr müsst auf der Hut sein. Ja, das war eigentlich auch schon das Tutorial schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei weiteren Fragen, Vorschlägen, schreibt mir doch bitte einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gern auf Mag ich oder auf Gefällt mir drücken. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt genau heißt. Ich beschäftige mich damit nicht. Dann könnt ihr mich, wenn es euch wirklich super gefallen hat, könnt ihr auch es zu den Favoriten hinzufügen. Ja, und für ein Abo, über ein Abo würde ich mich auch freuen. Vor allem, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Ja, bei weiteren Vorschlägen, Ratschlägen oder Ideen, die ihr nicht wisst, wie ihr die umsetzt, schreibt es einfach mit in die Kommentare. Das ist kein Problem. Ja, und ich freue mich, von euch zu lesen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, mal wieder mich zu hören. Dann sage ich ciao, ciao, bis dann.